So, meine Freunde, willkommen zu einem weiteren Duel Links Video. Heute mal ohne Gameplay, sondern hauptsächlich mit Talk, denn es ist soweit. Es gibt eine neue Banlist, es gibt neue Skill Balancings und Konami hat wirklich einiges auf den Kopf gestellt. Und ich glaube nicht, dass ich heute einfach nur Gameplay bringen kann und das Ganze dann so nebenbei erwähne. Wir müssen heute wirklich über diese Änderungen reden und wir müssen darüber diskutieren. Ganz, 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 ganz wichtig. Zuallererst, die Änderungen für die Skills treten, glaube ich, schon nächste Woche in Kraft, zum 21. genau, und die neue Kartenliste dann eine Woche später. Das heißt, ihr könnt jetzt noch 2 Wochen euch austoben mit den neuen Karten. Die Skills werden dann aber schon nach einer Woche geupdatet, ne? Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Leute, wenn ihr solchen Talk auch gerne öfter sehen wollt, zeigt mir das mit einem Like, mit irgendeinem Kommentar, wo ihr sagt, so, ja, ich würde das gerne öfter sehen, ja, dann bringe ich das auch regelmäßiger, dann können wir auch mal über theoretisches Zeug reden, was den einen oder anderen von euch bestimmt auch mal interessiert, abseits vom Gameplay. Aber was hat sich geändert? Leute, es hat sich einiges geändert. Fangen wir an mit den Skills, ja. Erstmal, wo ich Konami loben muss, ist, sie geben Gründe an, warum irgendetwas geändert worden ist. Das macht nicht jedes Game so tatsächlich. Ja, ich kenne viele Games, gerade im Mobile-Bereich, wo das nicht der Fall ist. Aber hier, Konami, ich erstmal Shoutouts. Danke für die Begründungen. Das gibt uns als Spieler erstmal so die Möglichkeit, ein bisschen eher nachzuvollziehen, warum ihr etwas geändert habt, ja. Und gerade jemand, der vielleicht nicht so mit der Meta vertraut ist und das Spiel eher casual spielt, der wird sich natürlich fragen, warum ändert man das Ganze denn jetzt? Ich hatte jetzt eher so nicht so das Problem. Naja, finde ich gut. So, zuerst Beatdown. Ganz, ganz groß. Mir ist bei der Erstellung meiner Decks schon aufgefallen, ich glaube so vor einer Woche oder so, ich habe in so vielen meiner Listen, ich glaube so in 2/3 meiner Listen, Beatdown als Fähigkeit. Beatdown ist in der aktuellen Meta mit Neos und Dark Lords the way to go, ja. Es gibt noch andere Decks, die Beatdown nutzen, Thunder Dragons zum Beispiel, ja. Aber Fakt ist, Beatdown ist einer der besten Skills aktuell. Selbst Six Sams nutzt mittlerweile Beatdown, ja. So weit sind wir gekommen. Was wird denn an Beatdown geändert oder was war das Problem erstmal an Beatdown? Wir begrenzen die Häufigkeit, mit der diese Fähigkeit in einem Duell eingesetzt werden kann, da es jetzt sehr einfach ist, mehrere Monster der Stufe 5 oder höher in einem Spielzug als Spezialbeschwörung zu beschwören. Richtig. Dark Lords bzw. Synchro-Decks natürlich, die das auch ganz gut spammen können. Das ist für die kein Problem, dann mal 2 Monster der Stufe 5 oder höher aufs Feld zu klatschen und dann halt für beide Monster 600 Attack-Bonus draus zu hauen, ja. Ihr müsst euch mal vorstellen, das ist hier, dieses Vakal sich voranstürmen. Dieses Schwein, was 700 Attack gibt, ja, als Skill. Das ist schon ziemlich insane. Ja, Beatdown, haben einige gedacht, es wird genervt und es wird auf jeden Fall genervt, ja. Licht und Finsternis. Und als ich das gelesen habe, Leute, es tat in meinem Herzen weh, wirklich. Ich habe so viele Decks gebaut mit Licht und Finsternis, mit Light and Dark. Und Light and Dark war einer der Skills to go tatsächlich, wenn man wirklich einfach Consistency wollte, ja. Wenn man eine Deckliste wollte, die halt sehr, 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 sehr selten gebrickt hat. Und Licht und Finsternis wird genervt. Ich finde das sehr schade. Das ist, wie ich finde, nicht wirklich gut fürs Spiel, weil dadurch jetzt wieder ein bisschen Consistency flöten geht. Ja, klar, man kann sagen, dass es vielleicht ein bisschen unfair war, dass halt nur Light and Dark-Karten davon profitiert haben, aber ich habe es ja, glaube ich, schon in einem anderen Video erwähnt. Man könnte ja zum Beispiel Feuer und Wasser auch noch irgendwie hinzufügen, um dieses Meme-Game, Eigenschafts-Game, whatever, aufrechtzuerhalten. Aber ich finde es schade, dass Light and Dark gehittet wird tatsächlich. Ja. Ihr werdet auch gleich sehen, wie es gehittet wird, aber für mich persönlich hätte es das nicht gebraucht, auch wenn natürlich Silent Magician und so sehr stark damit war, aber weiß ich nicht. Consistency sollte man, wie ich finde, eher weniger nerven, ja. Meister des Schicksals. Oh, wenn ihr dachtet, Koketus oder Koketus, ja, ist ein Problem für Desperado-Decks. Konami hat gesagt, na, wir wollen euch schon noch ein bisschen härter rannehmen, ja, ihr kommt uns nicht ungeschoren davon. Meister des Schicksals wird genervt, ja, Decks, die Desperado Pistolendrache verwenden, haben diese Fähigkeit mit weniger Nachteilen ausgenutzt, daher geben wir ihnen eine härtere Bedingung. Ich kann ja jetzt schon sagen, man muss mehr Coinflip-Karten spielen, ja, das ist direkt die erste Prediction gewesen, die ich mir, die in meinem Kopf war, als ich diesen Satz gelesen habe, ja, finde ich gut. Desperado-Decks müssen ja, glaube ich, aktuell 5 Stück spielen, 5 Coinflip-Karten und so etwas wie Cup of Ace und sowas ist natürlich dann ziemlich stark, ist einfach ein Topf der Gier, was natürlich insane ist, ne, gerade in Duel Links. Ja, Meister des Schicksals wird auch gehittet. Aber es gibt natürlich nicht nur Negatives, es gibt auch Positives zu berichten, ja. Segen des Cyberengels. Es wird möglich sein, deiner Hand Cyberengel Isana hinzuzufügen, da diese Änderung für Spieler, die diese Fähigkeit verwenden, zum Nachteil werden kann.
Ach so. Ja, man kann sich jetzt halt aussuchen, was man sich auf die Hand nimmt, ja, für Segen des Cyberengels. Ich weiß nicht, ob die Aktivierungskosten dafür geändert worden sind. Ich meine, wir können ja mal kurz bei Duel Links Meta vorbeischauen, die wir gleich häufiger nutzen werden, ja. Shoutouts, wenn ihr das nicht in den Lesezeichen habt, Leute, macht es, ja. Sollte jeder Duel Links Spieler, der ein bisschen competitive ist, in seine Dingens reinnehmen, ja. Cyber Angel. So, Blessing of the Cyber Angel, genau. Man muss 2000 Life Points verlieren oder weniger, um den Skill zu aktivieren. Das an sich macht den Skill schon ein bisschen, ja, nicht ganz so gut. 1000 ist halt deutlich besser, das werden wir gleich bei anderen Skills auch sehen. Ich denke nicht, dass der Skill gespielt werden wird, aber hey, ein kleiner Buff für Skills ist immer gut, ne? Fusionsreserven-Droids, Drachenfusion und Fusionszeit werden insofern geändert, wobei das sehen wir dann gleich. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, die sind nicht wirklich relevant und die werden nach dem Buff auch nicht relevant sein. Meister der Fusion und Meister der Rituale hingegen, die werden wir öfter sehen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Diese Skills werden wir öfter sehen, gerade so in der Anfangszeit, wenn Leute rumprobieren werden. Aber diese Skills haben durchaus Potenzial. So, was sind die Änderungen an den Skills und wie werden die Skills jetzt angepasst? Und jetzt kommt's, Leute, ja? Beatdown. Bis zum Ende des Spielzugs wird die Attack aller offenen Monster erhöht. Ja, bla bla bla. Kennen wir alle. Diese Fähigkeit kann nur einmal pro Duell verwendet werden. Was? Ja, das macht den Skill effektiv tot. Den Skill kannst du jetzt eigentlich in die Tonne kloppen. Ich würde in keinem einzigen Deck, ja, Beatdown nutzen. In keinem einzigen Deck, wirklich. Es macht eigentlich keinen Sinn mehr. Die Fähigkeit ist tot. Wenn ihr jetzt ein bisschen mehr Attack haben wollt, benutzt Tiled Binds. Das könnt ihr jetzt jede Runde benutzen. Ich glaube zwar nicht, dass es so einen großen Impact haben wird, Tiled Binds, weil da erhöht ihr die Angriffskraft nur um 100 bis 300 auf jeden Monster, was eigentlich auch nicht schlecht ist. Aber mit Beatdown waren es halt 300 bis 900 für jedes Monster. War nicht schlecht. Ja, aber der Skill ist jetzt effektiv tatsächlich tot, würde ich sagen, Beatdown. Überzeugt mich eines Besseren. Ich persönlich würde Beatdown in keine meiner Listen spielen. Licht und Finsternis. Oh! Oh, es tut weh, Leute. Diese Fähigkeit kann verwendet werden, wenn deine Life Points um 1000 reduziert werden. Richtig, man hat jetzt eine Aktivierungsbedingung. Vorher konnte man Light and Dark jederzeit nutzen. Jetzt müssen die Life Points um 1000 reduziert werden, bevor man den Skill nutzen kann. Ja, das heißt, Turn 1 wird dieser Skill wahrscheinlich nicht mehr so oft genutzt werden. Cosmic Cyclone triggert natürlich Light and Dark immer noch. Die Frage ist nur, ja, kriegt man das halt irgendwie mit Consistency vereint? Müsste man schauen. Ich wage zu bezweifeln. Ich will nicht sagen, der Skill ist tot. Aber den Skill werden wir jetzt nicht mehr so oft sehen. Ja, definitiv. Ich denke schon, dass der Skill durchaus noch Potenzial hat. Aber wir werden den wahrscheinlich nicht mehr allzu oft sehen. Und Listen müssen jetzt natürlich angepasst werden, ja. Die werden jetzt Cosmic Cyclone spielen müssen, wenn sie Light and Dark spielen. Definitiv. Meister des Schicksals. Leute, diese Fähigkeit kann nur aktiviert werden, falls ihr das Duell mit 7 oder mehr Karten mit unterschiedlichen Namen habt, die Coinflips enthalten. Ja. Heißt also, gucken wir uns doch mal ein paar schöne Listen an. Wir haben doch zum Beispiel hier jetzt in der Meta Weekly, die gab es, glaube ich, eine Liste. Ja, Meta Weekly kommen wir gleich zu. Wo ist die Liste? Wo ist die Liste? Bin ich blind? Bin ich blind? Ich habe sie doch hier gesehen gehabt. Wait. War sie nicht hier? Leute, ich bin blind. Warte mal, dann gehen wir mal kurz zu den Top Decks. Ja. Desperado, wo haben wir es? Desperado. Select the season, September, so. Desperado, here we go. Nehmen wir zum Beispiel die Liste hier, ja. Wie viele Coinflip-Karten spielt die Liste gerade? 1, 2, 3, 4, 5. 5 zähle ich. Ne, 6. 5, Verzeihung, mit Cup of Ace. So, jetzt muss diese Liste 2 weitere hinzufügen und 2 Karten cutten, Minimum. Das heißt, diese Karte, der Gen X Crusher, der kann jetzt wahrscheinlich das Zeitliche segnen und wahrscheinlich Necro Valley, I guess. Oder halt World Legacy Clash, einfach die beiden. Wäre eine Option. Ja, dann könnte man definitiv wieder Master of Destiny spielen. Ich denke nicht, dass Master of Destiny in irgendeiner Form jetzt das Zeitliche segnen wird. Man wird definitiv noch Master of Destiny spielen. Nur ist der Skill jetzt natürlich ein bisschen eingeschränkter. Finde ich gut. Segen des Cyberengels kann verwendet werden, falls eine... Ja, müssen wir uns nicht angucken. Ich persönlich finde den Skill nicht so gut. Genauso wenig wie Fusionsreserven-Droids, Drachenfusion und Fusionszeit. Denn 1500 ist immer eine blöde Zahl. Das kriegst du nicht so einfach aktiviert in Duel Links. Und 1000 ist deutlich besser, denn das sehen wir jetzt auch bei den nächsten Skills. Meister der Fusion, Meister der Rituale. Beide Skills können verwendet werden, wenn die Life Points um 1000 sinken. Und Meister der Fusion
ermöglicht es uns, eine Karte von unserer Hand auf unser Deck zurückzulegen und dann Polymerisation von außerhalb unseres Decks unserer Hand hinzuzufügen. Das macht Fusionsdecks stärker. Das macht Fusionsdecks sowas von stärker, ja? Und das wird man bestimmt auch in Fusionsdecks spielen. Keine Ahnung, E-Heroes oder so, I don't know. Aber Fusionsdecks werden diese Karte, diesen Skillchen nutzen. Da bin ich mir absolut sicher. Ein Cosmic Cyclone zum Triggern, Polymerisation, safe auf die Hand holen und dann irgendwie eskalieren, finde ich gut. Meister der Rituale kann jedes Mal verwendet werden, wenn deine Life Points um 1000 reduziert werden. Diese Fähigkeit kann nur zweimal pro Duell verwendet werden. Lege eine Karte von deiner Hand aufs Deck zurück und wähle dann eine der folgenden Optionen. Füge deiner Hand ein zufälliges Ritualmonster von deinem Deck hinzu. Füge deiner Hand eine zufällige Ritualzauberkarte von deinem Deck hinzu. Okay. Wisst ihr, was mir hier instant einfällt? Magician of Chaos. Der Magier des Chaos, ja, der kann diesen Skill sehr gut für Consistency abusen, ja. Ich benutze einen Cosmic Cyclone, ja, ich habe nur eine meiner Ritualkomponenten auf der Hand, kein Problem. Ich hole mir dann halt irgendwie eine Ritualzauberkarte von meinem Deck, ja, um dann halt den Magician of Chaos in meiner Hand zu specialen. Also, Magier des Chaos wird dadurch definitiv spielbarer sein, da bin ich mir absolut sicher. Also die Leute werden mit diesem Skill rumprobieren, einschließlich mir, finde ich gut. Und das war's mit den Fähigkeiten, Leute. Zu den Fähigkeiten muss ich sagen, insane. Beatdown, Light and Dark und Master of Destiny, alles genervt worden. Alles aber halbwegs noch spielbar, außer Beatdown. Also Light and Dark und Master of Destiny sind auf jeden Fall noch spielbar, aber Beatdown ist tot. Ja, das kannst du effektiv nicht nutzen. Und ein Blick auf das Turnier von gestern, die Meta-Weekly von gestern, zeigt, guck mal, Platz 1, Dark Lords, hat Beatdown genutzt. Platz 2, Beatdown. Platz 3, beziehungsweise 4, ne? Light and Dark. Dann haben wir hier wieder Beatdown. Hier ist wieder Beatdown. Fast jedes Deck hat Beatdown genutzt. Tja. Jetzt müssen sich diese Decks etwas überlegen. Richtig. So, jetzt kommen wir aber zum wirklich knackigen Thema, Leute. Ihr wollt natürlich die neuen, verbotenen und limitierten Karten sehen. Here we go. Here we go, Leute. Ich habe heute schon etwas gepostet auf YouTube. Über Nacht, als die Liste rauskam. Und jetzt ist die Liste hier. Neu auf der Liste, auf 1, der gesegnete Finsterlord. Eine Staple-Karte in Dark Lords Decks, die eigentlich immer dafür gesorgt hat, dass man gegnerische Effekte negaten konnte. Eigentlich hat man hier eine ganz gute Aktivierungsbedingung, die aber natürlich aus dem Grave mit den Dark Lords Effekts nicht zahlbar oder gezahlt werden muss. Verzeihung. Das ist ein huge Hit für Dark Lords. Und ich kann euch jetzt schon mal spoilern, das ist nicht der einzige Hit für Dark Lords. Ja, gesegneter Finsterlord auf 1 ist schon heavy. So, kleiner Cyberengel geht auf 1. Und ich dachte im ersten Moment so, wait, sollte der nicht komplett von der Liste? Dann habe ich mir überlegt, wait, jetzt wo der auf 1 ist, können Cyberangels Cyber Petit wieder spielen. Und ja, Cyberangels mit Cyber Petit werden wir uns definitiv angucken, Leute. Vorher war das nicht möglich, weil sie auf 2 war und das absolute Ritual, nicht absolute Ritual, das andere Cyber Angel Ritual und Dakini sind schon auf 2 und wenn man die beiden nutzt, die einmal, dann kann man den kleinen Cyber Engel nicht nutzen. Wir sind in Duel Links, ne? Denkt dran, das geht nicht. Jetzt, wo die Karte auf 1 ist, kleiner Cyber Engel, geht das tatsächlich. Finde ich gut, ja, Konami. Dankeschön. Vielleicht kennt die Karte ja irgendwann auf 3, finden wir es heraus, ja. Und dann gehen wir mal auf die Karten, die jetzt auch 2 sind. Und oh mein Gott, als ich das gesehen habe, Leute, ich schwöre es euch, das war alles das, was ich vorgestern in meinem Livestream predicted bzw. gewünscht habe. Ich habe mir gewünscht, dass Dark Lord gehittet wird. Meine Idee war, entweder man hittet Dark Lord Contact oder halt die Fallenkarte. Sie haben halt tatsächlich beides gemacht, finde ich gut. Dark Lord Contact geht auf 2. Macht das Deck ein bisschen unkonstanter und vor allen Dingen, das limitiert das Deck ein klein wenig. Finde ich gut. Dankeschön, Konami, dafür. Und jetzt kommt der große Bummer. Neos Fusion geht auf 2. Eine EX Structure Deck Karten. Kartenbonde, bei denen jeder normalerweise gesagt hat, die werden nicht gehittet, Leute. Kauft euch EX Structure Deck Karten. No, die werden nie gehittet. Es gibt immer ein erstes Mal. Und dieses Mal hat es Neos Fusion getroffen. Und ich finde das so gut, ja. Neos war überall gefühlt. Neos war Tier 1 aktuell. Neos gibt es seit einem halben Jahr, glaube ich. Und jedes Deck hat fast immer Neos reingesplashed. Wenn man sich zum Beispiel irgendwie Meme-Decks gebaut hat. Bestes Beispiel ich letztens mit hier Infernity. Ja, erstmal Neos reinpacken, ne? Macht das Deck besser. Stimmt auch, ja. Jetzt sind aber diese Decks auch ein bisschen eingeschränkt. Denn falls du Neos und generell die ganze Neos-Engine einbaust,
kannst du jetzt zum Beispiel kein Clash mehr nutzen, was ebenfalls auf 2 ist, oder kein Econ oder was weiß ich was. Aber das geht halt einfach nicht mehr und das finde ich wieder richtig gut. Ist halt natürlich blöd für die Leute, die hier Geld reingesteckt haben, vor allen Dingen, weil das irgendwie weird von Konami ist, weil letzte Woche gab es noch einen Structure Deck Sale, wo Leute bestimmt auch Neos gekauft haben. Jetzt hitten die die Karte. Hätte man predicten können, aber ist trotzdem nicht die feine Art, finde ich. Also, wenn man schon so einen Move macht, Konami, sollte man den Leuten auch nochmal ein bisschen Kompensation da lassen, weil das ist wirklich, hat ein bisschen so einen faden Beigeschmack. Macht so den Eindruck, als ob Konami da wirklich nochmal ein bisschen Geld rausholen wollte, bevor man die Karte jetzt hittet, aber ein bisschen Kompensation wäre schon angebracht. Ja, keine Ahnung. Gib den Leuten ein paar Gems, ja, und dann sind alle zufrieden. Ja, ich zumindest wäre dann zufrieden. Weil ansonsten macht das so ein, gibt das dem Ganzen so einen faden Beigeschmack. Finde ich nicht gut. Clash wurde gehittet. Warum? Weil Clash literally in jedem Deck gespielt worden ist. Mehr muss man nicht sagen. Es ist eine Rare. Eine Rare-Karte, die jedes Deck gespielt hat. Sie war teilweise besser als Econ. Ja? Leute haben lieber Clash gespielt als Econ, wenn sie die Wahl hatten. Clash war einfach eine der besten Karten, gerade im Duel Links-Format, für dieses Spiel. Und das ist gut, dass die Karte gehittet wird. Und gerade so Neos-Decks, die können jetzt nicht Neos spielen. Und Clash, das finde ich nice. Ja, immer wenn ich jetzt Neos Fusion Turn 1 sehe, weiß ich, ha, kein Clash mehr. Clash hat natürlich jetzt auch noch den Effekt, dass wirklich jedes Deck im Format getroffen wird. Wir gehen gleich nochmal über ein paar Decklisten. Six Sams, ja. Six Sams kann kein Clash mehr nutzen. Dojo ist schon auf 2, ja. Inishi ist auf 2. Wie willst du da jetzt noch Clash spielen? Clash in Six Sams ist tot. Das geht einfach nicht. Ist Six Sams dadurch tot? Wir werden es sehen, ja. Ich würde Six Sams nie abschreiben, aber Clash war schon sehr wichtig für Six Sams. Und es geht noch weiter, Leute. Nicht mehr auf der Liste. Konami hat auch ein paar Karten wieder von der Liste genommen, die wir uns definitiv nach dem Balance-Patch auch angucken werden. Samurai-Schädel, ja, geht wieder auf 3. Finde ich gut. Ich habe jetzt zwar meine 3 Gozukis, aber hey, jetzt kann ich 3 Gozukis und 3 Samurai-Schädel in meinen Zombie-Deck spielen. Vamps werden dadurch vielleicht wieder gespielt, wer weiß. Ich weiß, dass viele von euch da draußen Vamp-Decks haben von früher. Die könnten vielleicht wieder im Kommen sein. Ich persönlich denke zwar nicht, dass sie das Metagame breaken werden, aber die werden auf jeden Fall wieder viable sein, denke ich. Definitiv und auch definitiv ein bisschen entspannter, denn vorher war es essentiell wichtig, bevor Samurai-Schädel auf 2 war, dass Econ gespielt worden ist. Also die Feindkontrolle. Und das ging halt nicht mit Samurai-Schädel. Als Samurai-Schädel auf 2 ging, konnten Vampire-Decks kein Econ mehr spielen. Jetzt geht das wieder. Und das ist ziemlich brutal für diese Decks, ne? Mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Celestial, ganz nebenbei, für Mask Heroes oder generell Hero-Decks, geht auf 3. Nice, das heißt, wir können jetzt zum Beispiel wieder Mask Heroes auspacken, ja? Mask Heroes mit Heatronate für irgendwelche OTK-Shenanigans. Geil, ja, feier ich. Konami, guter Move auf jeden Fall. Und Sylvanische Blood Marshal, ich muss gestehen, Sylvans waren, soweit ich weiß, mal Tier 1. Aber ich habe zu der Zeit nicht gespielt. Ich weiß, dass der Blood Marshal sehr, sehr wichtig war für das Deck. Aber ich glaube, das liegt jetzt auch schon fast 1,5-2 Jahre zurück, oder? Dass Sylvans im Meta waren. Ich denke dementsprechend nicht, dass die Karte auch ähnlich wie Samurai-Schädel groß was ändern wird. Sylvans werden bestimmt wieder Spaß machen zu spielen. Ich habe die Karten ohnehin nicht, von daher ist mir das egal. Aber ey, sowas ist immer ganz gut, wenn Karten auch mal von der Liste geballert werden. Aber, Leute, das war die Liste. Es wurde so viel gehittet. Es wurde so viel auch wieder verändert in Sachen nicht mehr auf der Liste, beziehungsweise Petite Angel auf 1 zum Beispiel. Und jetzt ziehen wir uns mal Duel Links Meta. Shoutouts an dieser Stelle wie immer an den lieben Decade, beziehungsweise generell an das DLM-Team. Die machen so einen guten Job, ja, in Sachen Coverage. Ja. Gucken wir uns einfach mal zur Visualisierung, die Decklisten von gestern an, von der Meta-Weekly, ja? First Place, Dark Lords von Negative One, ja? Ja, wir sehen, da hat sich einiges geändert. Da hat sich einiges geändert. Clash auf 2, ja? Dark Lord Contact auf 2 und Sanctioned Dark Lord ebenfalls jetzt auf 1. So. Allein diese Liste muss 4 Karten austauschen, ja? 4 Karten müssen ausgetauscht werden. Okay, ich persönlich denke, Contact muss auf jeden Fall immer auf 2 sein. Das ist eine der wichtigsten Karten im Deck. Und der gesegnete Finsterlord ebenfalls natürlich, wenn man ihn einmal spielen kann, auf 1. So, was machst du jetzt aber mit den anderen 3 Karten? Was machst du jetzt mit den anderen 3 Karten? Ja,
drei Karten, die du jetzt hier rausnimmst. Ne, vier Karten, die du hier rausnimmst. Wie füllst du diesen Slot? Ja, wie füllst du die Slots? Du kannst keinen Heatronate mehr spielen. Du kannst keinen Clash mehr spielen. Du kannst keinen Econ oder so spielen. Du kannst keine Fallgrube spielen, wenn du die theoretisch drin hattest, ja? Aber nicht nur das, selbst Beatdown kann nicht mehr genutzt werden. Klar, jetzt kann man sagen, hier, Destiny Draw ist sehr, sehr gut. Aber Beatdown, was vorher ebenfalls nicht schlecht war, ist definitiv jetzt gone. Kannst du nicht mehr nutzen. Tidehead Binds? Vielleicht, aber lohnt sich das? Ich persönlich würde nein sagen. Dann, selbst im Side-Deck ganz nebenbei, das Clash im Side-Deck muss raus. Kannst nicht mehr spielen. Second Place, Bendy Tendy. Oh, ja. Ja, das ist natürlich jetzt sehr schmerzhaft für den Second Place. Wir haben nämlich hier 7 Karten, die auf 2 sind und nur 2 darf er spielen. Wahrscheinlich sind das dann 2 Neos Fusions und was machen die anderen Karten dann? Was packt man dann alternativ rein? Tja, das ist natürlich nicht ganz so geil. Auch hier wieder Beatdown kann nicht genutzt werden. Heavy Hit. So. Oh, selbst die Liste, Leute. Diese Gravekeeper Silent Magician Liste wird gehittet. Du kannst nicht mehr 5 Karten spielen hier. Also du kannst nicht diese 5 Karten in der Kombination spielen. 3 von denen müssen weg. Tja, Light in Dark ebenfalls genervt. Man könnte jetzt natürlich sagen, man packt hier einfach 3 Cosmic Cyclones rein mit Light in Dark. Würde gehen, theoretisch. Aber die Liste in der Form ist nicht spielbar. Die Liste hier, ja. Yosei Lock ist nicht spielbar. Oh mein Gott, Leute. Ihr seht's, ja, hier auch die Liste wieder. Ist nicht spielbar, auch wenn sie kreativ ist. Ist nicht spielbar, geht nicht. Da wird sich so viel verändern. In der Meta, das ist unglaublich. Haben wir eigentlich noch irgendwie, was hat sich noch geändert gehabt? Ich glaube, das war's größtenteils. Ja, wir sehen einfach noch Beatdown hat sich geändert. Light and Dark, Master of Destiny haben wir uns auch schon angeguckt. Ist insane, Leute. Also das komplette Format wird auf den Kopf gestellt. Ja, ich freue mich schon sehr auf Ende des Monats. Wir haben tatsächlich nächste Woche, unsere Premiere, was das Turnier angeht, was unsere Turniere generell angeht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich warten will bis zum 28. und das dann doch die Woche drauf mache. Aber diese Changes sind generell einfach huge. Die werden sehr, sehr viel auf den Kopf stellen. Und meine Vermutung ist, gucken wir uns doch einfach mal die Tierlist an. Jedes Deck wurde irgendwie gehittet. Ja, Dark Lords, Neos, Desperados, Six Samurai, alles gehittet. Invoke ebenfalls gehittet wegen Light and Dark. Selvox, eins meiner Lieblingsdecks zurzeit, gehittet wegen Light and Dark. Fortune Ladies sind das einzige Deck, was getiert ist, was nicht gehittet wird in irgendeiner Form. Ihr seht's, die Listen bleiben gleich. Ja, hier ändert sich absolut nichts bei Fortune Ladies. Die haben kein Clash gespielt und die haben halt keine Dark Lords Karten oder irgendwelche Skills gespielt, die halt komplett kaputt waren. Fortune Ladies sind eine sehr, sehr gute Investition. Ja, ich persönlich würde jetzt euch jetzt zwar noch raten, falls ihr jetzt so sagt, ja, meine Dark Lords Liste bla 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 wurde gehittet, was soll ich machen, Regi? Fortune Ladies sind ziemlich gut, denke ich, nach der Banlist. Und es gibt ja noch eine neue Box. Also erstmal die neue Box abwarten generell und dann entscheiden, was ihr spielt. Aber ich finde, Fortune Ladies sind sehr gut. Triumids sind wieder sehr im Kommen, denke ich. Triumids sind aus der Meta geflogen, weil es halt einfach zu krasse Monster gab. So ein Neos Turn 1 mit Beatdown ist sehr, sehr schwer zu kontrollieren. Genauso wie die ganzen Dark Lords Monster. Tja, die werden gehittet. Die wirst du jetzt in Zukunft nicht mehr so oft sehen. Da bin ich mir absolut sicher. Triumids sind auf jeden Fall wieder sehr im Kommen. Und Triumids ist extrem Free-to-Play, weil alle Karten aus Triumids aus einer Minibox kommen. Beziehungsweise Free-to-Play craftbar sind, ja. Wir können uns mal Triumids angucken, wartet mal. Wait. Triumids, Top Decks. Schauen wir hier mal rein. Triumids, so. Triumids, wir können uns mal Triumids kurz angucken. Free-to-Play-Deck, wie gesagt, ja. Ihr habt hier keine einzige UR-Karte. Ihr habt zweimal den Master, ihr habt dreimal den Cruiser. Den braucht ihr dreimal. Sie sind aber beide aus einer Minibox. Also es geht relativ flott, dass ihr die bekommt. Und ansonsten hier Pulse, Craftbar, Kanadier könnt ihr mit dem Dream-Ticket holen. Treacherous ist, ja gut, braucht ihr natürlich zwei von. Aber ist auch aus einer Minibox. Aber ansonsten, Triumids ist wieder im Kommen und ist extrem Free-to-Play. Und das sind so die Decks, für die ich aktuell gehen würde tatsächlich. Wenn ich aktuell irgendwas craften muss. Fortune Ladies und Triumids. Ansonsten die neue Box abwarten und dann gucken, wie sich das Ganze entwickeln wird. Ich persönlich kann euch nur sagen, ich bin extrem gespannt.
Ich freue mich sehr auf diese Changes. Lasst mich in den Kommentaren hören, was ihr zu diesen Changes sagt. Und vor allen Dingen sehen wir uns dann morgen wieder mit Gameplay. Wahrscheinlich dann mit Fortune Days oder Triumvirs. Einfach mal um zu gucken, wie das Deck jetzt aktuell ist. Freut euch drauf, falls ihr noch irgendwelche anderen Wünsche, Vorschläge habt, in die Kommentare. Und lasst uns einfach mal diskutieren. Wie seht ihr das Ganze aktuell? Freut ihr euch auf die kommenden Changes? Ich bin hyped as fuck, wirklich. Leute, haut rein, passt auf euch auf. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Euer Rigi. Ciao. Yum!